Sie sind hier, 6. November 2018, 12.51 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Patrick Hager kann am Deutschlandcup nicht teilnehmen. Urheberrecht Getty Images. Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm muss beim Deutschlandcup auf Nationalspieler Patrick Hager verzichten. Der Spieler vom Red Bull München fällt lange aus. Der scheidende Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm muss beim Deutschlandcup ab Donnerstag in Krefeld live im TV auf Sport 1 ohne Nationalspieler Patrick Hager auskommen. Der Stürmer vom deutschen Meister Red Bull München hat seine Teilnahme wegen einer Unterkörperverletzung abgesagt. Der deutsche Eishockeybund DEB nominierte Lin Bergmann, 20, von den Iserlohn Roosters nach. Hager fällt wochenlang aus. Hager wird in der Dell laut Clubangaben mehrere Wochen fehlen. Um welche Verletzung es sich genau handelt, gaben die Münchner nicht bekannt. Hager hatte sich am vergangenen Sonntag im Spiel beim ERC Ingolstadt 4:0 verletzt. Der 30-Jährige war in allen bisherigen 17 Dell-Partien zum Einsatz gekommen und hatte 4 Tore sowie 6 Vorlagen verbucht. Am Montag hatte bereits Garrett Fauser, Grizzlies Wolfsburg, wegen Schulterproblemen für den Deutschlandcup abgesagt. Sturm, der nach dem Turnier bis 11. November als Assistenztrainer zu den Los Angeles Kings in die NHL wechselt, nominierte in Phil Hangerecker von den Adlern Mannheim einen Debütanten nach. Von Sportinformationsdienst.